Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. So, heute haben wir wieder schönes Wetter, das heißt, wir müssen uns wieder um die Pflanzen kümmern. Ui, aber erstmal gucken wir jetzt Fernsehen, weil wir haben ja wieder Sonntag, Königin der Seerosen. Was gibt's denn heute? Oh, Forellensuppe. Irgendetwas an diesem frisch gefangenen Forellen bringt mich in Fahrt. Vielleicht ist es der feine Geschmack des Flusses. Jedenfalls habe ich ein wundervolles Forellensuppenrezept, das ich heute mit euch teilen werde. Das klingt extrem lecker. Ich liebe ja Fisch in allen Variationen, egal ob roh oder gekocht oder gebraten oder gegrillt. Ich liebe ihn einfach nur. So, meine Mama macht so eine total gute Forellencreme fürs Brot. Kadi, ich habe gehört, du hast ein paar Leuten in der Stadt geholfen. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein. Ich verleihe dir hiermit den Bester Nachbar, Beste Nachbarin-Preis dieses Monats mit einer kleinen Geldbelohnung. Mach weiter so. Der Bürgermeister. 500 Gold beigelegt. Wow. Es lohnt sich in jeder Hinsicht nett zu sein. Ist Robin jetzt hier drin oder wie baut ihr den Stall aus? Ja, ich habe jetzt hier diesmal das Ganze offen gelassen. Wo haben denn die Hühnchen die Eier gelegt? Alle drin. Das ist ja praktisch. Das ist ja sehr praktisch. Sei geduldig, ich habe immer noch eine Menge zu tun. Ja, ich möchte ja hier nur... Kannst du mir denn sagen, dass das Ding unbrauchbar ist? Für die Dauer der Zeit? Anscheinend ja. Ach, wie blöd. Und das anscheinend auch. Das ist jetzt Mist. Ja gut, jetzt habe ich... Wo ist das? Hä? Eins hat doch drei Arbeiten. Das ist ja praktisch. Die haben trotzdem alle die Eier hier drin gelegt. Oh, ich muss ja noch streicheln. Da war ja was. Das ist das einzig Nervige, wenn die draußen sind. Ah, da sind die Kühe. Irgendwo hier müsste auch noch ein weiteres braunes Huhn sein. Da. So, da ist die eine Kuh, da ist die andere Kuh. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie das mit diesem Melkeimer funktioniert. Weil ich die Folge jetzt aufnehme, bevor die andere rauskommt. Von daher habe ich dann nach wie vor keinen Plan. Wow. Erntezeit. Erntedank. Da-da-dam. Da-dam. Nein, nein, nicht essen. Ich möchte die Sachen alle Nein. Ich möchte die Sachen ganz gerne alle verkaufen. Oder soll ich die jetzt mal aufheben für... Für Dingenskirchen. Wie heißt es noch? Ach, Amaranth wollte ich auch immer mal noch googeln. Oh, das ist Besonderes. Huh. Das war jetzt doof. Komm, die zwei Holz, die kann ich weghauen. Jetzt habe ich trotzdem noch keinen Platz für Silbernes. Ganz ehrlich, das sind alles Baumaterialien, die ich mir mal wieder beschaffen kann. Wir sollten ja Amaranth zu Marne bringen. Die Vogelscheuche lasse ich erstmal noch da stehen. Die kommt woanders hin, wenn ich im nächsten Jahr alles umräume. Ich muss hier definitiv erstmal ein paar Sachen zum Verkaufen in die Truhe hauen. So, das kommt weg, das kommt weg. Die kommen auch weg. Ich tue jetzt erstmal alles weg. Davon behalte ich mal zwei. Ich glaube, Amaranth brauche ich auch nicht. Das habe ich zumindest nicht bewusst gesehen, muss ich ehrlich sagen. So, Kohle habe ich noch. Das heißt, ich könnte auch rein theoretisch mal ein bisschen Kupfer anbauen. Anbauen, sag ich. Hier, schmelzen. Guck mal, wollen wir das da hinsetzen? Da sieht das doch süß aus. Jetzt haben wir da Bienen. So, hier können wir Weintrauben ernten. Und einmal um die Vogelscheuche drumherum.
Die Kürbisse. Brauche ich nicht von den Kürbissen auch welche fürs... Nein, fürs Gemeindezentrum? Ich bin mir nicht sicher, ich meine aber ja. So. Oh, wir haben einen goldenen Mais bekommen. Immerhin. Okay, gut, lass mich mal ganz kurz gucken. Nutzpflanzenherbst, jawohl. Die Süßkartoffel hatte ich verbockt. Oh, dann müsste ich mal noch gucken, dass ich morgen Süßkartoffeln besorge. Noch wachsen die. Die Süßkartoffeln waren schnell fertig. Genau, und einen Kürbis brauchten wir. Bündelfutter, nee, Amaranth dann nicht. Genau, Äpfel brauche ich halt auch noch. Dann muss ich mal gucken, ob ich nicht noch einen Apfel oder sowas kaufe. Habe ich noch irgendwas hier? Nutzpflanzenqualität. Will ich auch mal ganz kurz gucken. Nee, das war Nutzpflanzenherbst, Nutzpflanzenqualität, genau. Genau, guck mal da, goldene Kürbisse. Das heißt, die drei bleiben. Nee, davon verkaufe ich auch mal nur zwei davon. Okay, gut. Den Rest hau ich jetzt gerade schon mal in die Truhe. Wir können heute, glaube ich, sowieso nicht einkaufen. Nichts zu essen. So, jetzt habe ich zwei davon, drei vom Kürbis. Ich glaube, ich brauche mal... ich brauche mal noch eine Truhe. Okay, gut. Da habe ich jetzt keinen Platz mehr. Nicht mehr genug Kupfer. Ein Kupfer würde mir fehlen. So, um die anderen muss ich mich nicht kümmern. So. Und wenn ich jetzt hier runter zugieße, müsste ich eigentlich einen Ticken schneller sein. Weil ich rein theoretisch weniger Weg zurücklegen muss. Wenn ich gerade keinen Denkfehler drin habe, was durchaus passieren kann. Und das noch. Und das noch. Und das noch. Und das noch. Okay. So. Okay, gut. Den Kupferbarren stecken wir ein. Okay, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Oh, ich habe endlich nochmal was zum Einsammeln gefunden. Aber trotzdem schade, dass ich keine Beeren mehr ernten kann. Das ist echt traurig. Das waren so schöne Geschenke. Die waren so einfach zu beschaffen. Oh, alles Gute nachträglich. Oh je. Die habe ich ja total vergessen. Oh, da passe ich mit meinem kleinen dicken Pö wieder nicht durch. So, ich hatte jetzt gesehen, dass es auch Kaninchen als Tiere gibt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder ist das vielleicht ein Mod gewesen? Gesucht. Schleimjäger zum Erlegen von 6 Frostgelees in den gefrorenen Tiefen der Mine. 510 Gold für 6 Frostgelees. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Und wir können hier tatsächlich doch einkaufen. Oh, 10 Tage. Kriege ich noch genau hin.
Ich nehme aber nur drei mit, und zwar die drei, die dann da wachsen, wo ich aktuell den Sprenkler stehen habe. Dann spare ich mir damit nämlich die Zeit. So, jetzt geht's auf ins Gemeindezentrum. Und eigentlich hätte ich da, nee, hätte ich ja gar nicht. Ich muss ja den Mais und sowas muss ich ja am Stück abgeben, die goldenen. Weil das gleich Stacks sind. So, Nutzpflanzen Herbst. So. Und an die Süßkartoffel kommen wir noch. Die muss ich dann nur erst nochmal anbauen, aber das kriegen wir schon alles hin. Ich muss auch mal gucken, ob ich mal neue Hüte freigeschaltet habe. Die Hüte, die finde ich ja so awesome, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch so eine Sache, mit der ich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Das hatte ich so überhaupt nicht am Schirm. Okay, ach guck, da unten steht wieder Sebastian. Den könnten wir eine Nuss schenken. Wird er sich darüber freuen? Keine Ahnung. Die Sonne kommt die Tage immer seltener heraus. Wunderbar. Er mag keine Sonne, ha? Warte mal, ihm kann ich aber nichts mehr schenken, weil er schon zwei hat diese Woche, ne? Oh, danke, ich mag das. Anscheinend ging's doch wieder. Hä, wann wird denn das zurückgesetzt? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich schon zwei Herzen bei ihm. Immerhin. Ich muss auch mal gucken, ich könnte rein theoretisch, könnte ich mir mal zumindest immer mal wieder Eier für Alex aufheben. Alex ist ja fitnessbedingt, steht er ja auf Eier. Gott, das klingt so falsch. Was jetzt nicht heißt, dass ich Männer verurteile, die am selben Ufer angeln. Oder Frauen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Nur bevor es das wieder heißt. Bei Sims kommen immer so Vorurteile von wegen klischeemäßiges Denken. Mädchen gehen bei dir geht Mädchen immer nur rosa und Jungs immer nur blau. Ja, das ist halt das Klischee. Und wenn ich ein Zimmer zwei teile, dann mache ich das halt so, weil es ja klar erkenntlich ist. So. Oh, eine Zwergenschriftrolle. Bei Sims bekomme ich tatsächlich, wenn ich Kinderzimmer baue, bekomme ich da eigentlich regelmäßig die Beschwerde, dass ich mal so klischeemäßig baue. Ja! Weil ich das Klischee einfach gerne mag. Und das heißt nicht, dass es nicht auch Jungs gibt, die rosa mögen. Das heißt nicht, dass es auch Mädchen gibt, die blau mögen. Ich mag auch blau. Ich habe früher auch mit Autos gespielt und nicht unbedingt mit Puppen. Ich habe auch keine Puppen gemocht zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt was dagegen gehabt hätte, wenn ich irgendwas Rosanes ins Zimmer bekommen sollte. So. Oh, noch eine Zwergenschriftrolle. Das hier nur mal als Statement. Muss ich mir da in der letzten Zeit immer mehr Sachen anhören, die überhaupt nicht stimmen, wo ich dann immer denke, gut, dass du mich so toll kennst. Ah, ein Amethyst. Das sind die falschen Schleime, oder? Wir brauchen die helleren. Nee, doch nicht, das sind die Frostgelees. Oh, Fledermäuschen. Eine Tutula. Zack. Und zack. Oh. Oh. Das ging schnell. Und da ist ein Geist und da ist auch noch so ein Frostgelee. Das ist jetzt ungünstig. Jetzt habe ich definitiv einen Vorteil von der Position her. Mich der Geist gehauen. Au. Du miese, fieseriger Geist. Pieks. Warum mache ich dem da keinen Schaden? Habt ihr es gesehen? Da geht aber keine Schadenszahl hoch. Pieks, jetzt. Und nochmal. Und nochmal. Verdammt, ich hätte noch was essen sollen. Die Geräusche, die machen, die sind schon cool. Da kommt schon wieder eine Fleder. Auch eine Fledermauswetter. Ernsthaft, jetzt, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Ich habe nicht mehr viel Leben. Nicht gut, was heißt Fledermauswetter? Oh nee.
Alter. Das wird gerade richtig böse. Ach, bitte lass das. Nein, das ist auch nicht die letzte. Das scheinen jetzt aber die letzten beiden zu sein. Alter Falter. Das hat die getan. Warte, meine Winterwurzel muss ich, glaube ich, auch noch abgeben. Ungünstig. Die sollte ich jetzt wohl nicht unbedingt essen. Komm, den Kürbis habe ich auch nicht mehr so viel. Ach, Amaranth, ein violettes Korn, das von einer alten Zivilisation angebaut wurde? Okay. Oh, was esse ich denn jetzt? Hey. Eigentlich muss ich nichts mehr essen. Ich habe das ja schon abgeschlossen. Und bis Ebene 70 schaffe ich das sowieso nicht mehr runter. Aber den Quarz da hinten, den würde ich noch gerne mitnehmen. Für Sebastian. Sebastian, eine gefrorene Geode. Eine gefrorene Träne wäre auch nice. Und hier unten, das nehmen wir auch noch mit. So, nun geht's aber raus, denn wir haben es schon ziemlich spät. Und wo müssen wir das abgeben? Ah, Bürgermeister Louis. Ach genau, der wird wieder die Geschichte erzählen, wie er damals von seiner Mom Ärger bekommen hat, weil er sich mit Schleim auf der Hose bekleckert hat. Ja, natürlich. Du warst in der Mine und hast da Schleim abbekommen. Ja. Das sagt man dann. Oh Mann. Oh Gott, meine Gedanken wieder. So. Dann wollen wir doch mal noch den Rest, den wir wegklatschen können. Wollen wir den doch auch noch in die Truhe klatschen? So, einmal absteigen. Das wird noch verkauft. Und das wird auch noch verkauft. Und das verkaufe ich diesmal auch. Die anderen Sachen, die behalte ich mal. Alter, die Viecher haben uns ganz schön runtergehauen. Das war wirklich haarscharf. Und ich habe ja einige Male was essen müssen. Ich habe immer noch den Dünger hier. Ich muss, ja, jetzt macht das, glaube ich, nicht mehr wirklich Sinn. Aber nächstes Jahr muss ich dringend den... Wo sind denn die Fledermausflügel? Waren die hier drin? Ach ja, da. Nächstes Jahr muss ich ganz dringend den Mais auch düngen. Dann bekomme ich vielleicht auch mal bessere Sachen. Okay, der kommt da noch zu... Zweimal die Schriftrolle 2. Okay, echt? Ich habe so viel Krams im Inventar. Das ist ja Wahnsinn. Die Süßkartoffeln, natürlich. Die hätte ich ja fast vergessen. Ach nee, verflixt. Ich habe ja nur 2 Plätze frei. Das ist jetzt ja doof. Das ist jetzt ja doof. Ja, komm. Kommt eine dahin, kommt eine dahin. Und dann kommt noch eine dahin. Hauptsache, die wachsen. Dass wir die noch abgeben können. Okay, hauen wir uns mal ins Bett. Ach Gott, Hanani liegt vorm Kamin. Uhu, Hofarbeitsstufe 9. Noch ein Level, dann haben wir es auf Maximum. Plus 1 Gießkanneneffektivität und plus 1 Hackeneffektivität. Ein neues Herstellungsrezept für den Saatguterzeuger. Das neue Herstellungsrezept, für den Iridium-Sprinkler. Das dauert aber noch, bis ich da an das Material komme. Und Qualitätsdünger kann ich herstellen. Ja, muss ich mal gucken, wie das alles geht. Minenarbeitsstufe 5, wähle einen Beruf. Minenarbeiter plus ein Erzprovine oder Geologe. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Wir nehmen mal den Geologen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt sinnige war. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, wir haben heute 9.500 Gold gemacht. Krass. Das war ein krasser Tag.
Okay, der halbe Herbst ist rum. Ich verabschiede mich für heute von euch. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Stardew Valley. Tschüss!